Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem kurzen Update-Tutorial. Ich habe euch ja im letzten Video zum Thema Bitcoin-Mining für unter 50 Euro. Ich habe mir von euch sagen lassen, mittlerweile kosten die Dinger sogar nur noch 30 Euro. Also Bitcoin-Mining für unter 30 Euro habe ich euch gezeigt, wie ihr euer Nerdminer in Betrieb nehmen könnt mit einem Kurztutorial. Und ich habe euch auch erklärt, dass es wohl eine Möglichkeit geben soll, die ich im Netz gesehen habe, wie man die Geschwindigkeit verdoppeln kann. Und das möchte ich euch heute zeigen. Mit wenigen Klicks könnt ihr euer Gerät oder die Geschwindigkeit auf eurem Gerät einfach mal verdoppeln. Natürlich bleibt es nach wie vor eine sehr geringe Hashpower und die Wahrscheinlichkeit hält sich in Grenzen. Dennoch ist es doch für den einen oder anderen spannend, sich allein schon in das Thema reinzuarbeiten, so ein bisschen Verständnis dafür zu entwickeln. Und ich zum Beispiel habe die Dinge auf meinem Schreibtisch liegen, von daher habe ich auch ein kleines Accessoire. Alles in allem ist es ziemlich einfach und ich werde euch heute ganz, ganz kurz zeigen, wie ihr mit wenigen Klicks euer Gerät updaten könnt. Ihr braucht dafür eigentlich keine Ahnung, genau wie im letzten Tutorial. Allerdings solltet ihr, falls ihr das erste Tutorial nicht gesehen habt und überhaupt nicht wisst, worüber ich rede, oder euer Gerät noch gar nicht in Betrieb genommen haben, zunächst einmal das Video hier schauen, denn das ist quasi so die Basis des heutigen Videos. Ja? Also ihr solltet das hier gesehen haben und am besten auch umgesetzt haben, um den zweiten Teil einfach besser nachvollziehen zu können. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, lasst uns gar nicht lange fackeln. So soll das Endergebnis bei euch ausschauen, dass ihr statt 20 oder 25 kHz 44 oder 45 kHz habt. Wie gesagt, das Ganze kriegen wir ziemlich zügig hin und eigentlich ist es sehr, sehr ähnlich wie beim letzten Mal. Ihr geht, ich werde natürlich alle Seiten wieder für euch verlinken, ganz einfach wieder auf die Seite hier hive.blog und könnt diesem Tutorial diesen Link hier entnehmen. Den habe ich jetzt schon mal ausgewählt. Zack, dann kommen wir hier rauf und ihr seht, dass wir hier gestern eine Änderung hatten, denn eigentlich ändern wir nur oder updaten wir nur die sogenannte Firmware. Ja? Also die Software auf dem Gerät wird einfach aktualisiert und damit habt ihr schon euren Job getan. Das Ganze funktioniert genauso wie beim letzten Mal. Und zum anderen den ESP32S3, also das Gerät, was ihr euch bestellt habt. Ja, wir fangen mal an. Ihr müsst einfach wie beim letzten Mal auch hier auf Code klicken, dann Download Zip, damit ihr euch diese ganzen Dateien einmal herunterladen könnt. Ich habe es diesmal auch für euch mal markiert. Also einfach auf Code, Download Zip. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr quasi diesen Ordner. Und wenn ihr den öffnet, seht ihr plötzlich, dass es drei neue Dateien gibt. Für uns ist heute vor allem die letzte Datei interessant, die Version 1.5.2 Bin. Und die brauchen wir auch gleich im Anschluss. Was ihr jetzt benötigt, ist genau das gleiche wie beim letzten Mal. Ich werde, wie gesagt, alles verlinken. Espressif, da ladet ihr euch den das Flash-Download-Tool herunter. Auch das habe ich nochmal für euch markiert, falls ihr euch nur an den Bildern langhangeln wollt. Ja? Und da könnt ihr dann ganz einfach das Ganze downloaden und starten. Wenn ihr das heruntergeladen habt, schrieben mir einige, das Ding startet nicht. Ihr müsst es einmal ausführen und zwar extrahieren. Also ich habe es extrahiert, dann ging es bei mir. Als ich es extrahiert habe, war plötzlich aus diesem Symbol, das ihr hier seht, ein Zahnrad entstanden. Und das ist, glaube ich, das, was wir benötigen, dieses Zahnrad. Dazu müsst ihr das Ganze nochmal ausführen. In diesem Fall haben wir hier einen unbekannten Herausgeber. Natürlich solltet ihr im Idealfall einmal einen Virusscanner rüberlaufen lassen. Habe ich natürlich gemacht. Dementsprechend habe ich keine Bedenken, aber prüft es am besten selbst nochmal. Ich habe dementsprechend einfach auf trotzdem ausführen gedrückt und dann startet das Ding auch. Nachdem wir das Ganze ausgeführt haben, stöpseln wir zum einen jetzt unser Gerät an den Rechner und zum anderen wählen wir jetzt einmal aus Chiptype ESP32S3, also der Name des Geräts, das wir haben. Zweitens Develop, wir wollen heute daran entwickeln. Und drittens USB, denn ihr habt das Ding jetzt ja gerade per USB angestöpselt. Wenn ihr das gemacht habt, euer Ding angestöpselt ist und ihr das ausgewählt habt, drückt ihr auf OK. Und dann kommt ihr auf diese Übersicht, die ihr bereits kennt. Ihr seht schon, es sind jetzt hier keine vier Dateien mehr, sondern nur die eine. Und das ist die Datei, die wir vorhin heruntergeladen haben. Ja? Und zwar diese Firmware-Version 1.5.2. Die brauchen wir jetzt und die fügen wir einfach hier ein, indem wir auf die drei Punkte klicken, in den Ordner gehen, wo auch immer ihr das Ding abgespeichert habt und die Datei auswählen. Dann seht ihr hier schon 0x10.000. Das schreibt ihr dann nochmal manuell daneben, damit das System weiß, aha, um diese Datei geht es also, 0x10.000 und hier vorne, falls noch nicht geschehen, den Haken reinsetzen. Damit habt ihr schon fast alles fertig. Das Letzte, was ihr jetzt noch machen müsst, ist darauf achten, dass die Geschwindigkeit hier unten bei 115.200 ist. Ich glaube, das ist auch die langsamste, die angeboten wird. Kann auch sein, dass es schon voreingestellt ist, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall müsst ihr dann nochmal COM auswählen. Und bei COM gab es bei dem einen oder anderen Schwierigkeiten. Da müsst ihr einfach mal durchprobieren. Beim letzten Video war es ja bei mir COM 4, jetzt war es komischerweise COM 5.
Bei dem nächsten Ding, das ich eingestellt habe, war es COM6. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer höher geht oder was da genau der Hintergrund ist. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr euch ein bisschen genauer damit auskennt. Aber da müsst ihr mal ein bisschen rumspielen. Wenn ihr auf jeden Fall das alles hier eingestellt habt und ein COM ausgewählt habt, drückt ihr einfach mal auf Start. Und wenn ihr den richtigen COM ausgewählt habt, dann fängt die Ladelinie an zu laden. Irgendwann ist das Ganze fertig, der Ladebalken ist vollgeladen und hier steht Finish. Damit seid ihr durch und jetzt müsst ihr nur noch mal das Ding abziehen. Meinetwegen jetzt euer Nerdminer an die Powerbank zurückstecken, wo er vorher war oder wo auch immer ihr ihn vorher angeschlossen hattet. Lasst ihn kurz hochfahren und tada, ihr habt plötzlich eine doppelt so hohe Geschwindigkeit. Ja, Freunde, ich hoffe, dieses Update-Video hat euch gefallen. Ich drücke euch allen nach wie vor die Daumen und ich möchte zum Schluss nochmal festhalten, weil einige mir das geschrieben haben in den Kommentaren, dass ein Lottogewinn doch wahrscheinlicher wäre. Also es geht hier wirklich absolut nicht darum, dass ich euch irgendwie den Floh ins Ohr setzen möchte, dass jetzt jeder, der sich so ein Ding bestellt, einen Block finden wird. Ihr wisst ja selbst, wie gering diese Wahrscheinlichkeit ist, aber ich finde es einen coolen Gag. Ich muss zugeben, jedes Mal, wenn ich ins Büro komme und mich hinsetze, hoffe ich doch still und heimlich darauf, dass da so eine 1 aufleuchtet. Und für mich ist es zum einen ein Lerneffekt. Ich habe mal wieder ein bisschen was gelernt zum Thema entwickeln, selber mal was aufspielen und ausprobieren. Zweitens, ich bin mikromäßig als kleiner Sandkorn im Bitcoin-Netzwerk aktiv und kann somit von mir behaupten, dass ich einen ganz, ganz kleinen Teil zum Bitcoin-Netzwerk beitrage. Und zum Dritten ist es einfach cool. Ich wurde jetzt schon ein paar Mal angesprochen von Besuchern. Was ist denn das? Erzähl doch mal. Und von daher hat es sich für mich schon gelohnt. Ja, Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dieses kurze Tutorial hilft euch. Ihr habt danach die doppelte Geschwindigkeit und könnt mich ja gerne mal in den Kommentaren wissen lassen, wo es vielleicht noch Probleme gibt oder ob es bei euch geklappt hat. Ich drücke euch nach wie vor beide Daumen und das Angebot steht, sobald ihr eine 1 bei Valid Block stehen habt, meldet euch doch sehr gerne. Dann machen wir einen Treffpunkt aus und dann können alle, die Bock haben, vorbeikommen und die Kiste Bier geht dann sogar auf mich, Freunde. In dem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag, viel, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.